try by my stride von Pflanzen vs. Zombies. Das sieht man, wenn man sich zum ersten Mal in das Spiel begibt, sich einen Namen gibt und dann auf das Abenteuerchen geht. PopCap Games präsentiert Pflanzen gegen Zombies. So in der deutschen Grenze. Das sind unsere ersten Gegner. Unser erstes Stück Rasen. Klicke auf ein Samenpäckchen, um es aufzunehmen. Machen wir. Klicke auf das Gras, um Samen zu finden. Super! Sammle die herunterfallende Sonne per Klick ein. Okay, sammle weitere Sonnen. Du brauchst sie für eine neue Pflanze. Prima! Du hast genug für die nächste Pflanze gesammelt. Und da ist sie schon. Die Zombies dürfen meine Hirn nicht erreichen. Genau. Denn sonst essen sie dein Hirn. Hirn. Griechisches Hirn. Okay. Die nächste Sonne bestimmt. Da ist sie schon. Schon die letzte Welle bei der Welle Nummer 1. Weg. Und die nächste. Unsere erste Beute ist. Die Sonnenblume gibt dir eine extra Sonne. Das erinnert mich irgendwie an was. Aber egal. Jetzt kommen schon zwei Streifen mehr dazu. Sonnenblume. Ah, jetzt weiß es wieder. Oh mein Gott, Flowey, bist du es? Aber da dieses Spiel älter ist, hat man da wahrscheinlich nicht dran gedacht. Okay, je mehr Sonnenblumen du hast, desto schneller wachsen die Pflanzen. Ich glaube, es ist so gemeint, umso mehr Sonnen kriegen. Erbsenkanone. Dann der Kamin. Ist ja erst das zweite Level, da brauch ich noch keine zwei rein. Die erste ist schon durch kaputt. Ich denke, zwei Reihen von den Erbsenkanonen dürfen ein bisschen mehr ausreichen, um jetzt sowas zu killen. Mal sehen. Weg. Nur knapp 9 Treffer trägt jeder Zombie. Also von diesen ganz normalen. Später hat er halt viel mehr los. Jetzt haben wir erstmal nur die normalen. Den ersten Level. Wie man sieht, ist das Prinzip recht einfach zu verstehen. Und das macht ja auch den Spaß daran groß. Es gab zwar vielleicht. Es gab einen Nachfolger von diesem Spiel, aber der ist leider nur für Handy erschienen. Also ich meine, ein Nachfolger, der an diesem Spielprinzip anknüpft. Nicht Pflanzen vs. Zombie Garden Warfare, das hieß, ist ja was anderes. Naja, wie auch sei. Jetzt geht's erstmal hier um das Original, von dem alles abstammt. Okay, das ist unser nächste Beute. Zwei Kirschen. Nämlich die Kirschbombe. Sprengt alle Zombies in einem Bereich. Ist immer noch ein bisschen teuer. Ich setze eher auf zwei Reihen Sonnen und dann den Rest Erbsen kann. Okay.
Stärkeres, wenn ich mich recht erinnere, waren diese Pylon-Zombies doppelt so stark wie die anderen. Damit sie verletzbar werden, muss man ihren feschen Hut runterschießen. Und ich denke, zwei Erbsenkanonen dürfen ausreichen. Ja. Ich komme nicht mehr in die Nähe der Pflanze. Sehr schön. Dann die nächste. Reichen mir zu erledigen. Schon gut. Das wäre dann 90% geschafft, das Level. Kanonen. Und dann wird es auch soweit schon gewesen. Zeit überbrücken. Warum sind Zombies schlechte Fußballspieler? Weil sie nur am Faulen sind. Ja, der war flach. Wird nur keiner. So. Das war's. Und das nächste, was wir erreicht haben, ist. Wehr Zombies ab und schützt deine Pflanzen. Auf ins nächste Level. Schon wieder ein paar Pylon-Zombies und Level 2. Diesmal machen wir nur eine Reihe Zombies. Den Rest wieder mit den normalen Erbsenkanonen. Okay. Nächste Zombie. Es hätte sich wahrscheinlich auch nicht gemacht, auf die Kanone zu springen. Na dann, weiter geht's. Schwierig wird es also in den späteren Leveln. Aber jetzt ist ja noch eine schöne Anfangsphase. Sonnensammeln, Blumenpflanzen, weitere Sonnensammeln, bessere Blumenpflanzen, Zombies abwehren und das Leben gewinnen. Brains. So läuft das dann das ganze Spiel in verschiedenen Umgebungen.
Und jetzt sind wir vor dem Haus auf dem Rasen. Im Verlauf des Spiels kommen noch die Nacht dazu. Das ist das hier. In der Nacht. Dann kommt erst wieder das hintere Gelände. Also Tag. Und dann das in Nacht und Nebel. Und dann das Dach. Das Dach am Tag. Dach in der Nacht gibt es, glaube ich, nur in einem Buch, wenn ich nicht spreche. Und, jetzt sind wir erst mal hier. Und schaffen wir den letzten Zombie weg erstmal. Jetzt die Reihe ist los. Das ist krass. Ich möchte den Kopf verlieren. Was dann mit diesem Level? Sofern wir diese Welle erledigen, soweit ich kein Problem darstellen wollte. Jetzt da noch den Panzer. Damit werden die vier. Die drei Reihen abgeschlossen. Vier mit den Sonnenblumen. Und damit hätte sich dieses Level erledigt. Und was haben wir jetzt? Einen Spaten. Damit kannst du Pflanzen weggraben, um Platz zu schaffen. Das ist Schaufel. Das ist Spaten. Hallo Nachbar, ich bin Debbie Dave. Aber nenn mich ruhig Debbie Dave. Nochmal, ich habe eine Überraschung für dich. Aber zuerst musst du deinen Rasen aufmachen. Sie schaufeln und graben die Pflanzen da aus. Möge das Buddeln beginnen! Okay. Schön draufklicken, da draufklicken. So, Rille, jetzt kommt die Überraschung. Wir gehen bauen! Hier, nimm diese Walnuss. Warum ich dir eine Walnuss gebe? Weil ich deppert bin! Und jetzt los, baule wie der Teufel! Ja, Monster. Okay. Walnüsse zum Bowl. Ja, dazu muss man wirklich deppert sein, um drauf zu kommen. Naja. Das ist noch ein relativ simples Minispiel. Und ich glaube, ich habe es schon erwähnt, aber in dem Normalspiel ist mir das wahrscheinlich sehr langweilig geworden. Auf Dauer auf jeden Fall. Deshalb werden alle 5 Level solche Lockerungen eingeführt. Was ich persönlich richtig gut finde. Das hier ist das Mal. Kommt etwas anderes ran. Naja, sollte ich mal den Rest spielen, werde ich das dann auch vorführen. Jetzt erstmal das hier. Ja, ganz knapp dahin. Okay. Diese hier halten jeweils 2 Schläge aus und die normalen Zombies haben einen aus. Am besten ist es ja, wenn man hier die ganzen Zombies vorlaufen lässt. Und hier. Kleine Spezialmarsch. Wechseln sie. Dies ist mit ein bisschen seltsam. Wie sich diese Nüsse bewegen? Gut, ich sehe nicht mal durch, wie der es mal bewegen. Das ist das. Man sieht, wie schön weit der Kopf da gegangen ist. Okay. Wo kann man das am besten ansetzen? Wahrscheinlich da in der Mitte. Tschüss. Ich schicke euch hier. Gut.
das ist schon die letzte Welle. Und jetzt müsst ihr nach unten gehen. Was den jetzt natürlich nicht macht. Das ist unser Fundamente. Also ich verstehe nicht ganz, warum wir in diese Richtung gehen. Überhaupt nicht in Panik. Gut, die rote Linie hat eigentlich nicht so wirklich was zu bedeuten, nur dass man diese drei Felder benutzen kann. Okay. Das war's denn schon mit dem nächsten heute. Und haben eine Kartoffelmine. Explodiert bei Kontakt. Das Scharfmachen dauert jedoch etwas. Ja, recht nützlich. Was ist. Was war's denn mit dem Level? Gut, nee. Pflanzen noch diese Sonnenblume. Und lassen es dann erst einmal. Soweit, so gut. Dann sind wir hier raus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Vielleicht kommt da noch mehr zu, falls Interesse besteht. Bewertet den Part. Und tschüss.